möchte zum Beispiel wissen, was halten Sie von Bendrit, kennen Sie ihn überhaupt? Also vielleicht in Anspielung auf die Geschichte, die jetzt gerade kürzlich mit der Durchsetzungsinitiative passiert ist. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Interview mit dem Erich Hess hier aus dem Bundeshaus. Und anstatt, dass ich jetzt den Erich gerade selber vorstelle, frage ich ihn einfach gerade: Erich, was kannst du uns von dir kurz erzählen? Mein Name ist Erich Hess, ich bin 34. Beruflich habe ich Lastwagenchauffeur gelernt, also Lastwagenführer. Und bin auch schon seit 16 Jahren politisieren. Und das macht mir Freude, die einzige wirklich bürgerliche Partei. In der einzigen, da kommen wir dann nachher noch gerade dazu. Dann kommen wir jetzt nämlich schon zu der ersten Frage von den Zuschauern. Ich tue nämlich heute nur Fragen von euch, liebe Zuschauer, stellen. Und der Felix Baumann macht gerade den Einstieg und er möchte von dir wissen, wie sind Sie zur Politik gekommen? Ich habe mich schon in Schulzeit immer für Politik interessiert. Nachher mit 16 im ersten Lehrjahr hat mich alles dermassen angefangen aufregen. Immer alle wollten Ideen zumal. Das war Ende 90er Jahre. Die Steuern, Gebühren und Abgaben sind immer weiter angestiegen. Immer mehr unnötige Gesetze und Vorschriften. Dann hat schon dann eine relativ grosse Zuwanderung gehabt, die schon dann viel zu gross war. Und wir hatten auch schon dann kriminelle Ausländer gehabt, wo ich einfach mir gesagt habe, ich könnte nicht nur die im Sack machen, ich müsse aktiv etwas dagegen unternehmen. Darum bin ich dann der SVP, wie auch der jungen SVP, beitreten. Du bist ja dann sogar junge SVP-Parteipräsident geworden. Dazu kommen wir aber später nochmal gerade. Lilian 1262 möchte zum Beispiel wissen, ob du schon immer der gleichen Meinung warst, also immer schon eher so am rechten Flügel. Ja, weil die SVP war dann die einzige Partei, und noch heute die einzige Partei, die effektiv meine Grundinteressen vertreten. Wenn es die SVP nicht gegeben hätte, hätte ich selber eine Partei müssen gründen müssen. Die SVP ist noch heute die einzige Partei, die wirklich auch gegen EU-Beitritt kämpft, auch gegen schleichenden EU-Beitritt, wie das jetzt mit den sogenannten Rahmenabkommen jetzt momentan ausgehandelt wird mit der Europäischen Union. Die einzige Partei, die sich einsetzt für die Ausländer und für die Schweizer, die hier innerhalb der Schweiz wohnen. Sprich, dass man zuerst schaut, dass die Leute, die hier in der Schweiz wohnen, Arbeit haben, bevor dass man neue Ausländer in die Schweiz hineinlässt. Das ist die einzige Partei, die effektiv der Meinung ist, dass man kriminelle, schwerkriminelle Ausländer konsequent ausschaffen soll. Und dass sich die Ausländer uns Schweizer sollen anpassen und nicht mehr uns die Ausländer, die hier in die Schweiz hineinkommen. Das ist ein ziemlich provokantes Statement, könnte man jetzt schon am Anfang sagen. Es gibt sicher auch andere Meinungen. Und das Neverland fragt, wieso du denn genau seine Meinung vertrittst oder warum er die oder deine Meinung wählen sollte und beziehungsweise was du noch alles möchtest erreichen als Politiker. Ja gut, wenn wir gerade hingehen, was ich alles erreichen will. Ich habe immer einfach politisch gearbeitet. Ich hatte nie ein politisches Ziel, irgendein Mandat zu erreichen. Ich habe einfach mehr in allen Parlamenten, wo ich war, im städtischen Parlament, im kantonalen Parlament, wie auch jetzt auf nationaler Ebene, probiere ich mich auf Themen zu konzentrieren. Und dort hier zieht sich natürlich alles wie ein roter Faden der Tür. Möglichst viele Freiheiten für die Bürger, möglichst wenig Staat. Das ist auch wichtig, dass die Bürger schlussendlich nicht zu viele Steuern müssen zahlen. Wir müssen dort schauen, dass wir die Steuern, Gebühren und Abgaben können senken und durch das auch der Staat ein bisschen oben runterfahren. Weil man sieht, beim Bund, Kanton und in den verschiedenen Gemeinden werden alle Jahr mehr Leute eingestellt und irgendjemand muss das finanzieren und das ist schlussendlich mehr Steuerzahler, die das müssen finanzieren. Und es kann nicht sein, dass wir immer und immer mehr Staatsbedienstete haben unter dem Strich. Aber das Ganze muss man dann doch irgendwie an die Leute bringen und darum fragt zum Beispiel der Lukas Seematter, wie viel die Wahlvideo gebracht hat und wie hast du sonst können Wähler mobilisieren, damit du in den Nationalrat gekommen bist. Das ist ja dir erst gerade der letzte Herbst gelungen. Ja, das ist schwierig zu beurteilen. Ich sage, das ist wie ein Puzzlespiel. Jedes Teil vom Wahlkampf hat etwas dazu beiträgt. Das Wahlvideo alleine kann man nicht beurteilen, wie viel das gebracht hat oder wie wenig das gebracht hat.
Dass man wahrscheinlich Nationalrat gewählt wird, sprich, dass ich Nationalrat gewählt worden bin, hat es wahrscheinlich Vorarbeit gebraucht. Ja, es waren gleich schon 15 Jahre, als ich aktiv politisiert habe, oder sogar länger. Und dass die Leute gesehen haben, der probiert zu kämpfen für uns, sprich eben mit der Einbürgerungsinitiative, die ich im Kanton Bern durchgebracht habe, gegen Willen von allen anderen Parteien und fast ganz allein mit der jungen SVP, haben wir geschafft, dass im Kanton Bern nur noch Leute eingebürgert werden, die effektiv gut integriert sind, dass sie keine Sozialhilfe dürfen beziehen, dass sie, wenn sie Sozialhilfe bezogen haben, dass sie Sozialhilfeschulden müssen zurückgezahlt haben, dass sie nicht dürfen kriminell sein dürfen, wenn sie eingebürgert werden, dass sie eine Niederlassungsbewilligung brauchen, dass sie eingebürgert werden, dass sie Deutsch können, dass sie ein bisschen Ahnung haben von Staatskunde. Und wir haben das mit 56% durchgebracht im Kanton Bern. Und das ist jetzt 1:1 umgesetzt. Dann ein weiteres Projekt ist die Ritual-Initiative, die sicher auch dazu beigetragen hat, dass wir im Kanton Bern jemanden kennt haben. Aber das ist auch nur ein Puzzleteil von ganz vielen, von den vielen Jahren Vorarbeit, die man wahrscheinlich schon gemacht hat. Aber eben schlussendlich ist es schwierig zu sagen, welcher Faktor schlussendlich ausschlaggebend war für eine Wahl oder eine Nichtwahl. Also eher die Kombination aus allem. Aber es ist ja dann schlussendlich doch ein recht grosser Erfolg geworden, sowohl für dich als auch für die SVP allgemein. Und der Netamst möchte zum Beispiel wissen, was war deine Reaktion, wo der Rechtsrutsch eigentlich festgestanden ist? Gut, so ein grosser Rechtsrutsch, wie das von den Medien dargestellt worden ist, ist jetzt das nicht gewesen. Jetzt hat einfach die FDP und die SVP hätte theoretisch etwas mehr als 100 Stimmen, ganz wenig. Aber es ist ja bekannt, dass natürlich die FDP oder gewisse Exponenten aus der FDP bürgerliche Anliegen nicht immer zum Durchbruch verhelfen. Sprich, dass es dann halt manchmal wegen der FDP scheitert, dass wir mit gewissen Anliegen es nicht durchsetzen können. Aber es war ja nicht ganz alles erfolgreich gewesen, was jetzt in den letzten paar Monaten von Seiten der SVP gekommen ist. Nehmen wir gerade mal das Beispiel von der Durchsetzungsinitiative mit, glaube 41% Ja-Stimme ist ja eigentlich fast schon ein Ohrfeige gewesen, müsste man sagen. Wie geht es jetzt weiter für die SVP, wo die Durchsetzungsinitiative abgelehnt worden ist? Die Durchsetzungsinitiative war ein voller Erfolg für die SVP. Das schreiben die Medien und berichten die Medien darüber, es sei ein Misserfolg gewesen. Aber das stimmt gar nicht, weil wir die Ausschaffungsinitiative haben wir vor dem Volk durchgebracht. Und nachher das Parlament hat nur eine ganz schwache Umsetzung machen von dieser von dieser Ausschaffungsinitiative. Darum haben wir nachher, bevor das Parlament über die Gesetzgebung der Ausschaffungsinitiative beraten hat, haben wir die Durchsetzungsinitiative ins Spiel gebracht. Und mit dieser Durchsetzungsinitiative haben wir Druck gemacht auf das Parlament, dass sie eine scharfe Umsetzung von dieser Ausschaffungsinitiative beschliessen. Durch das, dass wir die Durchsetzungsinitiative lanciert haben, haben wir jetzt ein relativ starkes Gesetz. Wenn wir die nicht hätten, wäre es wieder so ein Larifari-Gesetz gewesen, was die Ausschaffungen anbelangt von kriminellen Ausländern. Und dann auf der anderen Seite muss man sehen, wir haben einen Wählerrate von knapp 30% und wir haben 41% der Leute können erreichen. Sprich, wir haben weit über unser Wählersegment aus Leute können erreichen und somit, glaube ich, haben wir schlussendlich sehr gut abgeschnitten. Wir haben politisch etwas erreicht, wir haben weit über unsere Wähler raus können mobilisieren. Und darum war es nicht ein Misserfolg gewesen. Aber also nicht ein Misserfolg im engeren Sinn, müsste man sagen. Es ist ja schlussendlich doch abgelehnt worden. Wenn man es jetzt mit der Masseneinwanderungsinitiative vergleicht, die wir durchgebracht haben, das ist ja doch eher nicht ganz das, was man sich erhofft hat. Aber wie kommentierst du das? Ja, natürlich wäre es vielleicht noch ein bisschen besser gewesen, wenn wir die Durchsetzungsinitiative durchgebracht hätten. Aber schlussendlich haben wir jetzt ein scharfes Gesetz, das dank der SVP zustande gekommen ist. Und somit dürfen wir, glaube ich, zufrieden sein. Wir haben mehr erreicht, als wir
hatten, bevor das die Ausschaffungsinitiative angenommen worden ist vom Stimmvolk. Und somit haben wir Erfolg erzielt. Und wenn man schaut, wie manche Initiativen das angenommen worden ist in den vergangenen 100 Jahren, sind das sehr wenig. Und darum kann man das aus meiner Sicht nicht als Misserfolg werten. Also mal einen anderen Blickwinkel auf das Ganze. Aber wir bleiben gerade beim Thema Initiative. Der Jonathan Moser möchte wissen, Herr Hess, ist die Selbstbestimmungsinitiative im Juni wirklich nötig? Und jetzt haben wir halt ein bisschen Geräusche im Hintergrund wegen einer Touristengruppe. Ja, wir müssen unbedingt schauen, dass wir direkte Demokratie, wie wir sie in der Schweiz kennen, aufrechterhalten können. Sprich, aus meiner Sicht muss immer das Volk zuletzt können sagen, ja oder nein, wir wollen etwas oder wir wollen es nicht. Und darum dürfen wir an unseren demokratischen Mitteln überhaupt nichts schrauben. Darum dürfen wir auch nicht die sogenannten Rahmenverträge mit der Europäischen Union eingehen, weil das heisst automatische Rechtsübernahme von europäischem Recht. Und somit können wir nicht mehr direkt demokratisch entscheiden, wie wir das besitzen haben können. Darum müssen wir alles machen, dass wir unsere direkte Demokratie, wie wir sie in der Schweiz kennen, können aufrechterhalten können. Aber wenn es um so eine Abstimmung geht, dann haben wir ja auch immer wieder Leute, die dafür sind, die dagegen sind. Und es gibt auch prominente Leute, die dagegen sind. Ich gehe mal auf das Stichwort Bendrit ein. Der Patrick Stur möchte zum Beispiel wissen, was halten Sie vom Bendrit? Kennen Sie ihn überhaupt? Also vielleicht in Anspielung auf die Geschichte, die jetzt gerade kürzlich mit der Durchsetzungsinitiative passiert ist. Ja, der hat ja, glaube ich, ein relativ unterschwelliges Video gemacht vor der Durchsetzungsinitiativabstimmung. Aber viel grösser kennen ich den eigentlich nicht. Aber du hast nicht gross reagiert auf das, aber man hat ja schon gewisse Medienberichte können lesen, aber was ist von der Seite von dir gekommen? Ich habe einfach gesagt, es soll jeder auf dem Niveau kämpfen, den er kann. Und das ist halt auch ein Bendrits Niveau und dann lassen wir ihn auf dem Niveau nicht. Alles klar. Aber dann schauen wir noch ein bisschen weiter zurück in der Geschichte. Nämlich gefragt der Demian Gadola, Herr Hess, was ist Ihre Meinung zu dem, was der Fernsehsender ZDF mit Ihnen gemacht hat? Könntest du uns mal die Geschichte erzählen? Wie haben die das arrangiert und wie ist das denn zustande gekommen? Ich habe dann zwei Wochen vorher bereits im ZDF ein Interview gegeben. Sie haben sich wieder angemeldet, gleich wie letztes Mal, dass sie noch einmal ein Interview zum gleichen Thema machen wollen. Das ist dann um Personenfreizügigkeit gegangen, wo ich als Referendum gemacht habe. Die Personenfreizügigkeit gegen Rumänien und Bulgarien. Und dort hier ist es dann nachher so gesehen, dass sie gekommen sind, das zweite Mal, fast genau gleich wie das erste Mal. Und nachher habe ich schon in den ersten 5 Minuten gemerkt, da stimmt etwas nicht. Die machen wahrscheinlich eine Satire-Sendung. Dann haben sie das gerade direkt gesagt. Ja, die machen doch da eine Satire-Sendung. Dann haben sie gesagt, ja, sicher nicht, wir sind ein seriöses Nachrichtenjournal. Und nachher habe ich mir gedacht, ob das stimmt oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle. Auch wenn sie eine Satire-Sendung machen im Deutschen aussen, spielt auch keine Rolle. Dann nehmen sie mich halt ein bisschen auf die Chippe, dann kann ich und die Leute ein bisschen darüber lachen, fertig. Aber und dann schlussendlich war das dann aber auf ZDF, Heute Show, wo das gekommen ist, wie war deine Reaktion gewesen, oder die von den Parteikollegen? Ja, ein bisschen müssen darüber lachen, ne? Ein bisschen Selbstironie muss man ja haben. Und die einzelnen Sequenzen waren so extrem zusammengeschnitten gewesen. Das merkt man vielleicht als Zuschauer ein bisschen weniger. Das ist wirklich sehr primitiv zusammengeschnitten gewesen. Nehmen wir an, die Toilette oder andere Herren ist während dieser Show, die ist gar nicht im Rathaus gewesen, wo man die Sendung aufgenommen hat. Und so ist alles ganz komisch zusammengeschnitten worden, dass es eben schlussendlich so komisch ausgesehen hat. Ah, jetzt verstanden ich. Wenn wir jetzt gerade schon beim Blick auf Deutschland sind, möchte mein YouTube-Kollege Galaxy TV wissen, wie stehst du zur AfD? Ich habe selber keinen grossen Kontakt zur AfD. Ich habe die auch nur aus der Distanz beobachtet, weil ich persönlich bin der Meinung, wir müssen auf unser Problem schauen, das wir in der Schweiz haben. Ich begreife aber, dass in Deutschland eine Partei hat müssen aufkommen, die bürgerlich politisieren, weil die sogenannten bürgerlichen Parteien in Deutschland sind relativ sehr links.
CDU, CSU, die sind in den letzten Jahren gegen links abgewandert und Merkel mit ihrer sogenannten Willkommenskultur verursacht sie im Land sehr grosse Probleme in Deutschland. Und darum hat es so müssen kommen, dass irgendeine Partei das bürgerliche Wählersegment wieder abdecken. Das wäre genau das Gleiche wie die SVP. Zu weit nach links überrutschen täte, würde rechts vor der SVP auch wieder eine politisch legitimierte, also demokratisch legitimierte Partei aufkommen. Also die SHP, die Schweizer Hesspartei, oder wie wird die denn heißen? Nein, das heisst nicht, dass ich sie werde, nein. Aber es ist klar, aus meiner Sicht muss darum die SVP genug rechts bleiben, dass rechts von SVP nie eine demokratisch legitimierte Partei wird aufkommen. Jetzt, nur weil du mir gerade so die Gelegenheit dazu gibst, ich habe mal gehört, dass du selber in der SVP eher zu den Rechten gehörst und manchmal auch deine SVP-Parteikollegen ein bisschen Schiss haben, dass du vielleicht zu rechts bist. Wie siehst du das? Ja gut, das war vielleicht etwa im Grossenrat so gewesen, im Kanton Bern, weil die SVP vom Kanton Bern ist gängig noch nicht ganz auf den grössten Teilen schon, aber hat sich sehr viel korrigiert in den letzten paar Jahren, seitdem das BDP angespalten ist. Aber im Ton sind sie auch gleich nicht immer ganz so streng, wie das vielleicht die SVP Schweiz ist. Und darum bin ich froh, bin ich jetzt in der Bundeshausfraktion für SVP und die tut zu 100% meine Meinung vertreten. Alles klar. Wer sicher zu 0% deine Meinung vertritt, ist die Juso. Und der Zordix möchte auch zum Beispiel fragen, wie ist deine Meinung zur Juso? Ja gut, ich bin der Meinung, alle Jungen, die ein politisches Interesse haben, sollen die Möglichkeit haben, in einer Partei mitzumachen, die ihrem Gusto entspricht. Sprich, schon gut, gibt es auch so, dass auch die linksorientierten Jungen in einer Partei können mitmachen können. Aber die Zeit zeigt es nachher, mit dem Alter werden sie ja ein bisschen gescheiter und darum sind dann sehr viele, die am Anfang in Juso sind, ein bisschen gegen die Mitte und nachher von Mitte rechts abwandern. Mit dem Alter werden sie dann automatisch ein bisschen schlauer. Okay, also ich merke schon, du provozierst gerne, das kannst du nicht abstreiten. Aber jetzt kommen wir noch zu den letzten paar Fragen und das sind wirklich Sachfragen. Der Stefan Al-Shari möchte zum Beispiel wissen, was haltest du von der Idee von der Dekriminalisierung von allen Drogen oder zum Beispiel von der Legalisierung von Cannabis und falls nein, mit welchem Argument verteidigst du deine Position? Ich bin ganz klar gegen die Liberalisierung von jeglichen Drogen. Weil, nehmen wir ein Beispiel, wenn ich heute ein Bier trinke und dann ins Auto einsteige, kann mir der Polizist nachher sagen, Hess, du hast 0,2 Promille, du darfst noch weiterfahren. Oder wenn ich 10 Bier trinke, sagt dann vielleicht der Polizist, ja, Hess, du weißt doch nicht viel, dass man noch 10 Bier hat, vielleicht 1 Promille. Du darfst nicht mehr fahren, wir nehmen dir den Ausweis fort und du darfst 3 Monate nicht mehr Auto fahren. Bei Cannabis kann man das nicht. Bei Cannabis kann man ja nur schauen, hat jemand konsumiert oder hat er nicht konsumiert mit einem Drogentest. Und das macht das Ganze sehr viel schwieriger. Sprich, wenn es nicht kontrollierbar ist, kann man es auch nicht legalisieren. Man weiss ja nicht, ob jemand noch unter Einfluss eben von dieser Droge steht. Nachher würde es überhaupt nichts bringen, weil vielfach ist Cannabis eine Einstiegsdroge, um nachher andere Drogen zu konsumieren. Darum dünkt es mir gut, ist das Cannabis so verboten. Nachher hat es langfristig auch psychische Auswirkungen. Es gibt verschiedene Berichte, Studien, die eben aufzeigen, dass Cannabis langfristig schwere psychische Probleme können verursachen. Vor allem bei Leuten, die relativ viel Cannabis so konsumiert haben. Und darum bin ich der Meinung, dass wir keine Drogen legalisieren sollten. Dass wir sie so lassen sollten, wie es jetzt ist. Oder auch eine Fallstruppe noch ein bisschen anziehen. Sogar, aber gut, Cannabis ist verboten, es wird ja aber trotzdem konsumiert. Ja, aus meiner Sicht sind die Strafen vielleicht ein bisschen zu tief, nur dass man die Finger davon täte lassen. Also liegt seiner Meinung nach mehr an dem. Dann kommen wir zur
Und der drittletzte Frage, die ist von einem User, dem sein Name ich jetzt nicht aussprechen kann, weil es einfach sehr kompliziert ist. Er fragt, was haltest du davon, dass man erst ab 18 wählen darf? Ich bin schon mit 16 der Meinung gesehen, dass 18 das richtige Alter ist, für zu wählen und abstimmen. Man bekommt dann noch die Mündigkeit. Und ich bin auch heute der Überzeugung, dass 18 das richtige Alter ist, für nachher aktiv können, das Wahl- und Stimmrecht wahrzunehmen. Man kann ja, wie ich das schon gemacht habe, weit vor 18 anfangen mit politisieren. Man kann in eine Jungpartei beitreten und dort politisieren. Ich habe bereits politisiert, eben bevor ich 18 war. Und das ist auf das Stimm- und Wahlrecht nicht mehr gross drauf abgekommen. Und wie siehst du die Schweiz in 30 Jahren? Was passiert jetzt in den nächsten 30 Jahren? Ich hoffe, dass wir den Wohlstand weiter ausbauen hier in der Schweiz. Nicht, dass wir uns gegen Nabel nivellieren. Wichtig ist, dass wir den Wohlstand noch weiter aufbauen können, dass wir die auf eine gesunde Basis stellen können, den Wohlstand weiter auch, dass wir die Demokratie, die wir haben, dass wir die aufrecht erhalten können, weil das Volk muss in der Schweiz zu sagen haben und nicht das Parlament und die Regierungen, wie das in allen anderen Ländern der Fall ist. Das Volk muss die Notbremse ziehen, wenn es nötig ist. Und zur allerletzten Frage, die mich persönlich wirklich extrem wundernimmt: Hast du ein Vorbild? Und wenn ja, wer? Ich habe kein spezielles Vorbild, weil wenn man ein spezielles Vorbild hat, müssen wir ja dort die positiven und die negativen Sachen anschauen. Ich schaue lieber auch noch ein bisschen die positiven Sachen ab, anstatt ein einziges konkretes Vorbild zu haben. Aber ich muss etwas noch anmerken. Ich habe jetzt so geschaut, die Videos auf Facebook und so weiter und so fort. Von der Körpersprache muss ich sagen, hat es mich ein bisschen an Christoph Blacher erinnert. Ist das möglich oder ist das nicht? Keine Ahnung. Das kann ich nicht beurteilen. Okay, aber in dem Fall trotzdem Dankeschön vielmals für deine Zeit, die du uns hier zur Verfügung gestellt hast. Ich hoffe, der Erich hat eure Fragen können beantworten. Wir haben natürlich nicht alle Fragen können dran, es sind ein bisschen viel gewesen. Aber auf jeden Fall Dankeschön vielmals, bist du da gewesen. Merci dir.